Hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Martin Lee. An meiner Seite sitzt... Ich tue jetzt nicht so, als wäre ich Florian Heide. Dann träume ich davon schlecht, ich schlafe eh schon nicht so gut. Dann roll doch wenigstens das R. Roll das R, ich roll, roll das R. Roll es. Ja, wir sind zurück in Dark Souls 2 und der Flo... Ist ja nicht irgendwo noch woanders. Vielleicht gucke ich noch ein bisschen um. Warum hast du jetzt gefragt, ob ich gern Film oder ob ich ein Filmfreund bin? Irgendwie eine Bewandtnis gab. Wolltest du mich ins Kino einladen? Nein. ich wollte einfach mal unserer Freundschaft und unserem Gesprächsthema eine völlig neue Dimension hinzufügen. Ja. Es ja, ging ja ordentlich schief. Ja, total. Also, hast du gar kein Follow-up jetzt, oder was? Nö. Kommt jetzt darauf an, was du sagst. Ich meine, wenn du natürlich so einsilbig antwortest und sagst, nö, nö. Ich habe gesagt, ja. Auch recht enthusiastisch. Na gut. Ja. Ja. Gut. Vielleicht sollte ich dich doch... Das Hospice-Gespräch ist dann zu Ende, oder wie? Bald. Komme ich denn da hoch? Bleib weiter oben. An der Seite irgendwie, ja. Ich habe viele Filme daheim. Wir könnten das mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht gerade, ob du mich verarschst oder ob du das ernst meinst. Nein, ich bin ein sehr großer Filmfan. Ich gucke auch gern Filme. Sammelst du auch DVDs? Ich habe eine Menge verkauft. Nein, das darfst du noch nicht. Als ich umgezogen bin, ich habe auch viele Spiele verkauft. Darunter halt so arschgeile Sachen, also wirklich gute Sachen, wie originalverpacktes, also dann schön offen, ich bin nicht so einer, der es dann zulässt, aber Originalpackungen von X-Wing oder TIE Fighter. Wo ungefähr TIE Fighter eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Die habe ich noch im Keller. Boah, ist das gut. Also mit den auch großen so Perlen, Kartons und so, ne? Was viele Leute nicht mögen, was aber mir persönlich irgendwie, aus meinem persönlichen, ja gut, dass ich mich gerade umgedreht habe. am Herz liegt sowas wie SimCopter zum Beispiel. Mhm. SimCopter ist ein ganz schön blödes Spiel, muss man ehrlich sagen. Das ist halt, aber das war auch witzig. Das Coole war ja, dass du dann in deiner eigenen SimCity-Stadt rumfliegen konntest. Mhm. Stimmt. Ich weiß nicht, was ich aufgesammelt habe gerade, weil ich hier im Rumerzählen bin. Habe ich irgendwas Geiles aufgesammelt? Du hast so einen kleinen, runden, seitigen Superstein. Was? Also du hast eine Seele, soweit ich noch weiß, eingesammelt und einen kleinen seidigen Steinchen. Weißt schon? Smooth, silky. Kann ich das wieder in das Dings legen, das Nest? Smooth, silky. Kann sein, ich bin gerade heiser. Aber jetzt kann ich hier nicht zurück, oder was? Nee. Danke, Spiel. Kannst nicht. Ich bin zu heiser. Zu heider. Zu heider heiser. Ja, was hast du denn für Filme verkauft? Und warum verkaufst du Filme in Gottes Namen, Martin? Ja, man guckt doch eh keine DVDs mehr. Das kann man auch heutzutage nicht mehr ertragen. Also wirklich, wenn du jetzt irgendwann mal Blu-ray zu Hause hattest und auch einen großen Fernseher und dann guckst du halt eine DVD, so eine alte, das sieht schon ganz schön scheiße aus. Ja, kommt also schon echt drauf an. Ja, es gibt. Kennst du Der Tod steht dir gut? Ja. Den habe ich mir neulich angesehen mal wieder und das ist halt wirklich, es gibt ja auch noch gut verarbeitete DVDs oder gute oder Filme. Es gibt da schon echt große Unterschiede. Ja. Also das ist halt eine VHS-Aufnahme. Das ist so krass. Eine VHS-Aufnahme. Also okay. So sieht's aus. Schau mal, jetzt. Da wissen, die können die Kinder jetzt, die Zuschauer überhaupt nichts mit anfangen, was du mit VHS meinst. Wie? Die Frage ist das jetzt eine Krankheit? Ja, ist es. Ja, ich habe jahrelang an VHS gelitten. Musste dann auch deswegen ins Krankenhaus. Jetzt, ich will erstmal wieder. Wegen VHS ins BKH, man kennt das ja. Mein Gott, das ist reinzig. Die so ölig glänzt. Schön, ne? Mhm. Geht das eigentlich immer wieder ab oder ist das jetzt an mir dran, bis irgendwann der nächste Feuerfall mich trifft? Himmeleinstag. Ich bin halt trotzdem so Fan von, bleib mal da drin bitte. Upsi, jetzt bin ich gegen das Ding gekommen. Gegen dein Mikro? Ja. Das ist für die Zuhörer sehr unschön. Ja, wirft jetzt oder kommt der auch mal? Da geh doch hin. Und jetzt geh doch bitte nochmal zurück. Denn es, die Hosen hat schon, waschen. Es tut schon Not, dass du Sachen zerschlägst. Das hättest du jetzt nicht gemacht. Siehst du? Oh. Ja, Martin, ich sag's ja. Ring der Lebenssicherung. Oh, von dem hat mir Michi erzählt. Ja, hebt Tod auf. Was heißt, mal ganz, sorry, noch eine Info. Dieser göttliche Ring wacht über das Leben des Trägers. Bla bla bla. Bewahren euch vor jeglicher Verlust bei Tod. Und das ist mal ganz schön geil. Ja, aber den kannst du jetzt eh nicht anziehen.
Warum? Bist du nämlich über 70. Ach so. Der Ding war zu schwer. Ja, ah, das, der macht den Unterschied. Dann stell dir so praktisch überlegen. Vor, wie er da so steht. Ja. Eben noch so total fit, macht so voll die geilen Rollen. Ja. Und dann zieht er sich so den Ring an. Ah. Und dann so, ah, ich kann nicht. Ah. Das ist so ein bisschen Family Guy-mäßig, wenn der Peter sich das Knie hält. Das ist echt nicht. Ja, vor allem, du hast halt vorher schon vier Dinge. Es ist halt nur ein anderer Ding. Und das war, macht da war auch so ein Klunker dran, richtig. Ja gut, kann natürlich schon sein. Natürlich schon bitter, wenn das genau das den Unterschied dann macht. Ist eigentlich fast ein bisschen frech mit den Ringen. Dass die auch Gewicht haben? Ja, also dass du das halt wirklich, dass du sagst, du kommst da von 69 irgendwas auf 70, keine Ahnung. Ja. Du kannst deswegen nicht mehr rollen, weil dein Ring zu schwer ist. Du, da, ja. Komm ich da irgendwie. Bevor du da noch weitergehst? Nee, gucken wir erstmal. Ich finde davon. Okay, da ging es hinten. Ich glaube, es war bloß nur ein Raum oder so. Ich dachte jetzt bloß. Ja, ja, ja. Bin aber nicht ganz sicher. Hier ging es auf jeden Fall nochmal lang. Ja, gut. Ja, doch, hat sich fett gelohnt. Wie immer halt. Aber schöne Aussicht. Wenn ich dich irgendwo hinschicke. Verpixelte Aussicht. Das ist so geil, wie sie hinten halt so ein schlechtes JPEG hingeklebt haben an den Horizont, ne? In so einer ganz beschissenen Auflösung. Ja, ich sag ja, Dark Souls lebt nicht unbedingt von der Grafik, aber ja, Dark Souls auch, würde nicht daran... Wie stark das schwankt, das ist halt so schade. Ja. Weil manchmal, warum klebt jetzt da hinten so eine, weiß nicht, was ist das, 280 mal 306 Auflösung auf Kinogröße, auf Kinoleinwand hochgezogen, klebt es da hinten und soll halt den Hintergrund der Höhle darstellen. Das sieht halt so erbärmlich aus. Warum? Das ist so schade. Bin echt gespannt, wie die PC-Version aussieht. Aber echt mal, weil ein paar von den Gameplay-Trailern, hatten wir schon mal drüber gesprochen, sahen im Vorfeld ziemlich cool aus. Ja. Also von der Beleuchtung und einige Texturen und so. Und wenn die PC-Version dann so aussieht, wäre das schon mal geil. Aber haben die jetzt nicht neulich oder so sogar von Steam diese Bilder entfernt? Irgendwas war doch da. Echt? Habe ich nicht drauf geachtet. I'm not sure. Ah! Wie, dass ich da irgendwo anders hingucke. Hey, na, da war schön vorbeigehauen. Kommt ausgewichen. Auf jeden Fall hatte der die Qualität einer Videokassette, um nochmal zu VHS zu kommen. Oh, die sind aber auch kaum die Säcke. Ups. Wehrhafte Warnung. Ja. Ups. Das gibt Blutung ins Gesicht. Bin ich gerade ein bisschen übermütig hier. Mhm. Das ist nie gut in diesem Spiel. Ja, du weißt, wenn du stirbst. Stimmt, das kommt noch dazu. Das macht das Spiel wiederum. Der guckt ganz nach unten, wenn dieser blöde Typ da anfängt. Macht das Spiel nochmal spannender eigentlich. Ein kleines bisschen Spannung, ohne dass es jetzt böse gemeint ist, geht natürlich verloren, dass wir zu zweit spielen und du es schon ein bisschen kennst. Aber dadurch, dass ich jetzt, wenn ich jetzt hier so sterbe und du dann spielen darfst, das gönne ich dir überhaupt nicht. Das ist so lieb von dir. Ich erinnere mich an einige Let's Plays vorher, sag ich, Martin, ich gönne dir den Sieg so sehr. Das ist ja, nichts gegen dich, aber es macht halt Spaß zu spielen. Und ich Wobei ich gerade, naja, ich muss jetzt gleich die Brille abnehmen, weil das drückt so das Gestell. Ah. Wie zusammen mit dem Mikrofon. Ja. Mit dem Mikrofon. Ja, das stimmt, das kann ich. Wenn ich die Brille auf habe und die Mikrofon bügel, das ist glaub, nicht das so richtig kompatibel. Nee, überhaupt nicht. Das hat jetzt, glaube ich, auch schon so durch die erste Hautschicht gefressen. Ups. Gedrückt. Aber man hört mich noch geschossen. Gut. Ja, alles gut. Nö, den Pfeil im Drücken, den hast du schon seit längerem. Der ist wie die Masern. Nee, der da oben, oder? Nein. Irgendwer hat doch gerade geschossen auf mich. Unten. Egal. Was wollte ich? Ach, guck mal, kann ich wieder nicht in Ruhe angucken eben, was ich bekommen habe. Keine Ahnung, ab jetzt musst du eh alleine auf dich gestellt weitermachen, weil ich ohne Brille nichts sehe. Achso, kann ich denn jetzt nicht eigentlich... Du kannst die Brille auch auf den Bügel legen, dann tut es eigentlich gar nicht weh. Jetzt statt unter dem Bügel, was wirklich schmerzhaft ist, einfach jetzt oben so drauf. Das sitzt da nicht ganz so, sitzt bis ungewohnt, aber es geht. Ja, Martin, du bist. Jetzt erkenne ich dich. Hi. Kann man eigentlich schon mal kurz Sortierung? Kann ich irgendwie die Sortierung eigentlich ändern? Y, sortieren. Müsstest du, weil du. Ja, genau. So chronologisch wäre halt irgendwie auch mal eine Option so zwischendurch. Schade. Gibt's ja, nicht. Aber das denkst du mir auch immer. Was habe ich denn eingesammelt? Ich weiß überhaupt nicht mehr eben. Diese Augapfelgeschichten, Speckstein. Das sind die verschiedenen Seelen. Speckstein, alles muss. Naja. Egal. Oh! Hm? Hier,
Das stärkt mein Estus-Flakon. Mein Gott, stimmt. Wann haben wir denn den bekommen? Wahrscheinlich von 1000. Drehe ich das wieder der Tante an? Oder? Das machst du am Leuchtfeuer in. Oder mache ich das selber? Mit Jule. Das ist ja geil. Ich habe irgendwas aufgesammelt und weiß nicht mehr was. Schade drum. Ach, dieses benutzerfreundliche Spiel. Ein Fest. Jetzt wollte ich nochmal genau das machen. Oh, war es vielleicht ein Zauberspruch? Ja, explosive Wucht. Okay. Ah, du bist eine explosive Wucht. Das kann man auch so als Anmachspruch. Ja. Klappt auch jedes Mal. Immer. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja fast schon langweilig mit dem Spruch. Dass ich überlege gerade, ob ich hier runterspringe. Kannst du nochmal. Dann gehe. Ha? Kannst du noch? Ich erstmal hier oben mich noch ein bisschen umgucken. Aber wenn du runterspringst, ist es eh nur der Weg, wo du warst, oder? Nee, das ist hinter dem. Aber schau mal da. Das ist nach links. Da warst du. Ja, aber ich komme nicht zu weit zurück. Unten. Ich glaube, es ist auch nur. Da ist auch dieser Typ. Ja. Da kommen wir doch woanders raus. Aber ich gehe gar nicht mehr weiter dann, oder? Mal kurz gucken. Wie du willst. Ich will es nur mal kurz schauen. Man kommt da. Ja, der wartet nämlich schon. Kommt man da raus? Das ist so echt dumm, so nah an dem Bildschirm. Da würde man noch zu dem Wasser eventuell kommen. Da geht's zurück. Da ist irgendwie so ein Gesicht im Boden. Da waren wir noch nicht. Nee, ist was denn? Aber, ja. Aber das ist irgendwie neu. Das gucke ich mir mal gleich mal an, weil ich weiß nicht genau, wie ich da zurückkomme. Ich gucke mich erstmal hier oben um. Wobei, du da vielleicht über das Zimmer da. Doch, du könntest schon anderweitig hinkommen. Guck mich erstmal hier noch kurz um. Ja. Wo es denn jetzt lang geht. Was hängt da denn? Aha. Vielleicht hat das was mit dem Fados Wahrheitsverknobellauf. Okay. Der Tod. Was ist denn die eigentlich? Wendei gerissen. Oh, gleich zwei. Sehr schön. Mir war gerade langweilig. Au. Was auch mit dem Blut schon. Der zwirbelt die Zahn. Soll ich künftig nur noch beide schmücken? Oh! Seltsamerweise nicht der Lichterblindfisch. Doch, hast du aber nicht getroffen. Oh. Dann geht's mir gut. Ach! Hat man nicht genug. Antäuschen und dann doch nicht sterben. Das kennt man ja. So. Aber schon hatten sie es hier. Kein Wunder, dass sie raus wollten. Hätte man eigentlich auch vorher machen können. Ich meine, nicht, dass sie Probleme mit der Tür hätten oder so. Nee, auch nicht mit der Wand. Hä? Disco. Da war ich mal. Schön, wenn ich das mit Tür wählen. Wechseln. Ja, auf jeden Fall. Sammelst du dann jetzt Blu-rays oder gar nichts mehr? Ich bin nicht so der Riesensammler von so Sachen. Ein paar Sachen jetzt schon, so wie Game of Thrones oder so. Das wäre ein geiler Backstab. Du hast deine Waffe nicht. Ach, das könnte ein Grund sein. Also musst du jetzt auch nicht, wenn du keinen Bock drauf hast, ne? Das war gerade zu einfach. Ja doch, das sieht doch mal ganz anders aus. Ein bisschen. Da habe ich mir so am Arsch rumgefummelt und wurde mir nicht vorhin, dass kein Schaden macht. Einlauf verpasst. Nee, ich bin so ein. Da bin ich nicht so ein Sammler in der Tat. So. Ist nicht so meins. So ein paar Sachen. Ist ähnlich wie mit Büchern. Ich habe damit aufgehört. Man hört damit irgendwann auf, weil es zu viel wird. Mit Büchern, ich habe früher total gerne Bücher gesammelt. Mhm. Und das war mir tatsächlich noch wichtiger als Spiele oder als. Ist das ein. Okay. Nicht so ein prophylaktisch mal raus. Das ist auch ein Zwerg. Das sieht man richtig im Bart rausquellen. Das war mir wichtiger als Spiele oder als Filme. Aber selbst da habe ich dann irgendwann aufgehört. Und ich habe jetzt aber wirklich nur noch so eine kleine Auswahl an Büchern. Was liest du denn gern? Das ist recht gemischt. Fantasy mag ich schon ganz gern. Au! Wo kommst du denn her? Aus der Kiste. Ah. Kann das aus der Kiste? Mhm, aus der Kiste. Wenn etwas blinkt und nebelt und so. Es kam aus der Kiste. Es kam aus der Kiste. Das Ding, das aus der Kiste kam. Der Ton aus der Kiste. Und das ist jetzt, ja gemein. Martin? Und jetzt? Ich bin gerade so am Überlegen. Ich weiß nicht, durch das, dass du jetzt gezeigt hast, mir aufgezeigt hast, was ich eigentlich für ein Verlierer bin. Was war denn mein Schatten? Alles gut, es ist nur dein Schatten. Bin ich nicht sicher, weil du gerade eigentlich ganz gut spielst.
weiß ich nicht. Ich möchte es nicht aufzwingen. So ist es nicht. Ich habe gerade auch so die enormen Versagensängste. Du bist eh heute nicht so fit, wie du schon angekündigt hast. Ja, stimmt. Ne? Es ist aber wirklich auch mit Müdigkeit und so, ist relativ uncool. Ja, so wenig geschlafen. Ja. Was machst du jetzt? Ich verbessere die Estus-Flakons. Ah. Wenn ich schon mal hier bin. Foyer. Foyer? Foyer. Ja, aber das wäre ja nicht verkehrt, das mal eben zu machen. Nachdem es aufgefallen ist, dass es irgendwie schon seit Ewigkeit in uns rum... Hä? Ja, ist gut. Hier bitte. Oh, da ist sie. Na, da musst du aber nicht hin. Ja, trotzdem. Ich dachte, die ist hin. Die wandert gerne mal. Die, warum ist das was anderes als dieses, was wir sonst gefunden haben? Weil sonst kann man ja auch hier bei ihr irgendwie das... Bei ihr machst du es nicht. Ich habe immer Angst, dass man was falsch macht im Spiel. Das habe ich beim ersten Dark Souls ja auch witzigerweise. Da findest du auch mal so eine Feuerhüterseele. Und dann steht in der Beschreibung, verstärkt den Estus-Flakon. Mehr steht da auch überhaupt nicht. Ja. Dann denkst du, das ist ja geil. Und dann gehst du natürlich in das Menü und denkst so, da steht verstärken, benutzen. Genau. Benutzt du die? Und weg. Und dann kriegst du irgendwie so ein paar Seelen. Ja. Und dann war's, dann ist die weg. Und hinterher findest du aber raus, wo du noch einen anderen Weg lang gehst, weil da so eine blöde Feuerhüterin sitzt. Hab aber keine. Dann steht dann halt da, dass du es ihr geben musst. Sehr schade, dass ich die gerade vorhin aufgegessen habe. Mhm. Das ist so gemein. Verbrennen. Hätte ich es nicht beim anderen auch gekonnt? Ja, aber ich glaube, es geht nur am Hauptfeuer. Ja, aber bin ich mal sicher, aber ich habe es immer so gemacht. Ich hoffe. Doch, nee, stimmt schon. Ins ferne Feuer, Majula, stimmt schon, ja. Okay. Übrigens, demnächst, wenn wir mal keine Seelen haben, also haben wir zwar jetzt auch nicht, aber nicht holen, 8000 ungefähr, du kannst da, das ist so ein kleiner Trick, kannst da links hochspringen. Es gibt, sind aber viele Versuche. Wenn man 8000 Seelen hat, kann man da hochspringen? Nein, wenn wir demnächst mal nicht den Drang haben, da könntest du vielleicht eventuell sterben, wenn wir das jetzt machen. Das ist jetzt so ein kleiner Versuch. Wäre das gewesen? Der, du meinst, da ist ein neues Gebiet oder was? Nee, da gibt es ein, zwei Gegenstände. Du bist mir zu kryptisch. Also das ist halt, da kann man ein bisschen rumhüpfen, wenn man gerade keine Seelen hat oder was. Ja, weil sonst ist es sehr riskant, dass du jetzt wieder Leben hüpfst. Genau, und das wollen wir jetzt auch nicht. Keiner will das. Spiele ich jetzt oder spiele ich jetzt nicht? Ach so. Aber jetzt muss man eh aufhören. Echt? Die Folge ist vorbei? Aha. Ich will wenigstens an dieser Folge, sonst vergesse ich das. Mein Zeug, ach, ist ja die ganzen Leute auch wieder da, ne? Mhm. Dieses schöne Spiel, dann steh wenigstens auf. Achso. Wie lange geht die Folge? Und du musst jetzt wahrscheinlich auch gleich weg, oder? Also ich hätte eher gesagt, wir... Oder schaffen wir noch eine Folge, wenn wir jetzt aufhören? Ich würde sagen, wir schaffen noch eine. Ja, dann ist natürlich eine Motivation. Wenn der Flo sagt, wir schaffen, wenn ich jetzt hier die Folge beende... Du bist jetzt motiviert und die Zuschauer killen mich dafür, dass ich sage, die Folge soll jetzt zu Ende sein. Nein, aber die müssen ja so sehen, wenn wir jetzt weiterspielen würden, würden wir nicht noch eine Folge heute aufnehmen können. Dann würde irgendwann das wieder... Ne? Also eigentlich kriegen sie eine Folge geschenkt. Es ist so quasi so. So ist es praktisch, ne? Genau. Also dank dem Flo... Danke, preiset den Flo. Gerne geschehen. Und bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.